Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Wir sind letzte Folge hier gestrandet, beziehungsweise haben angehalten. Und ich finde immer noch, dass wir viel zu nah an den Ebenen dran sind. Deswegen würde ich mal vorschlagen, wir machen hier noch ein kleines Stück weiter vor. Außerhalb der Gefahrenzone von Todeskitos und Goblins und Kobolden und wie auch immer die alle heißen mögen. So, sag jetzt nicht, dass wir hier stacken. Stacken, ich weiß es nicht. Verdammt. Das war doch gerade eben nicht so. Wir sind doch gerade hier reingefahren. Naja, obwohl. Boah, das wäre richtig schlecht. Kommen wir zurück? Ja, das sieht besser aus. Ja. Jetzt müssen wir noch näher an die Ebenen ran. Gar keinen Bock. Na, guck mal. Und jetzt vor. Hä? Ich habe nach vorne gedrückt. Der paddelt immer noch rückwärts. Nicht so nah an die Ebenen. Ich heiß mir in die Hose. Aua, aua. Ah, bam. Und direkt wieder Schaden. Geil. Also Kapitän werde ich auf jeden Fall nicht. Nicht so mein Job. Nee, irgendwie haben wir es, glaube ich, jetzt noch schlimmer gemacht. Wir müssen hier wirklich erstmal rückwärts raus. Jetzt gerade. Macht der was? Joa, der macht was. Und hier kommen schon wieder die nächsten Steine. Es ist aber auch echt schwierig, eine geeignete Stelle zum Andocken zu finden, wenn hier überall Steine rumliegen. So. Boah, jetzt lass hier bitte nichts kommen, ne? Oh, nicht so nah daran. Nebellande. Okay. Davon habe ich ja noch nie was gehört. Ja, möchte ich mir jetzt trotzdem noch nicht angucken. Weiß ich noch nichts drüber. Wir können es uns mal markieren. Jetzt mache ich wieder genau denselben Shit hier. Ah, das Boot ist aber auch schnell, ne? Ah, wir sind wieder an der gleichen Stelle wie vorher. So, hier steht sogar da, aber ich markiere es mir trotzdem mal. Nebellande. Habe erst Niederlande gelesen. Auch Nebellande genannt. So, also komm, kleines Stückchen vor, du schaffst das. Ach, das ist doch jetzt nicht der Ernst. Jetzt aber, los. Bam, volle Kraft voraus. Oder auch nicht. Mensch, woran hängt's denn jetzt? Das gibt's doch nicht. Los. Jetzt. Komm. Umgedreht. Und geradeaus. Schiff hat keinen Bock mehr. Feierabend. Na gut, das Wasser ist halt auch nicht wirklich tief hier. Vielleicht liegt's daran. Ich wollte doch bloß noch ein kleines Stück nach vorne. Da ist auch noch ein Stein. Ach ja. Dann bleiben wir halt für immer hier. Hoffen, dass der Händler irgendwann einfach zu uns kommt. Ja, ich glaube, jetzt geht es ein kleines Stück vorwärts. Ah, ich glaube, wir sind hier einfach wirklich in zu flachen Gewässern unterwegs. Aber ich glaube, jetzt könnte es klappen. Es sieht gut aus. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Oha. So, ey, wir sind echt ganz schön weit weg von der Heimat, ne? Eigentlich war ja meine Überlegung, dass wir jetzt hier mal kurz einen Stopp einlegen. Und hier mal ein bisschen durch den dunklen Wald rennen, um zu gucken, ob wir ihn dann finden. Aber nachdem jetzt diese ganze Aktion gerade so schlecht lief, überlege ich, ob wir einfach weiter mit dem Boot machen. Und drauf vertrauen, dass wir den Händler einfach so finden, wenn wir hier auf dem Wasser dann vorbeischippern. Scheppern. Ja, mal gucken. Sind halt, ey, wir sind wirklich ganz schön weit weg, ne? Kam ja auch gar nicht so lange vor, die Bootsfahrt. Wir müssen was futtern. Ich hätte es schon wieder vergessen. Ich sehe schon, direkt kommt gleich eine Seeschlange. Wir haben nur 76 Leben und das war's. Ach, hier ist aber auch alles voller Steine, ne? Wie soll man es denn machen? Gut, also wir schwimmen hier erstmal drum herum. Ich habe gerade nicht so wirklich Bock, durch den dunklen Wald zu stiefeln. Mal ich auch nicht weiß, wie groß der ist, wenn hier Nebellande kommt.
weil es ist nichts in der Nähe und wir kriegen trotzdem Schaden und es treibt uns die ganze Zeit zum Stein. Also wir sollten einfach generell nicht so nah am Ufer vorbeischeppern. Keine gute Idee. Ja, mach nochmal Schaden, ist okay. Mann, eigentlich haben wir angehalten zum Reparieren und jetzt sind wir wahrscheinlich schon wieder genauso low wie vorher. So, eine Kehrtwende und dann bitte weiter. Das da vorne sieht schon ein bisschen freundlicher aus. Vom Ufer. So, wie sieht's denn windtechnisch? Sieht's doch gut aus. So, ja, gut ist übertrieben, aber so mittel halt. Ja, jetzt geht's wieder voran. Sehr schön. Ach komm, wir schwimmen hier erstmal mit dem Boot lang. Wir gucken mal, ob wir irgendwann rumkommen, dass wir vielleicht wieder irgendwann hier in die Richtung können. Das sieht schon wieder stark nach Ebenen aus. Warum sind denn hier so viele Ebenen? Also, haben wir ihn markiert? Nö. Keiner da. Was möchte man machen? Der versteckt sich echt gut. So, bitte nicht so nah. Oh oh. Nee, war bloß ein Vogel, ne? Aber die Paranoia vor den Viechern ist halt echt enorm, ne? So, wir schwimmen jetzt hier noch an der kleinen Insel vorbei. Wenn nicht ganz so nah da dran sind. Und machen dann mal rechts rum. Ich glaube, so langsam kommen wir wieder hoch. Boah, wenn wir hier irgendwo sterben, haben wir so einen weiten Weg. Eigentlich hätte ich mehr Rohstoffe mitnehmen müssen für ein Portal. Und wir hätten immer mal zwischendurch einfach eins reingestellt. Immer so Stück für Stück hätten wir uns teleportieren können, wenn doch was passiert. Oder auch generell so für die Nebellande. Boah, hier kommt schon wieder irgend so eine kleine Kacke. Also geil sieht's auf jeden Fall aus. Ich bin echt gespannt auf die Ebenen. Lange wird's wahrscheinlich nicht mehr dauern. Die drei Dracheneier haben wir. Wir müssen nur noch den Ort finden von der guten Mutti. Und dann müssen wir die Gute auch noch besiegen, aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ich denke, mit Knochenmanst haben wir schon das Schwierigste hinter uns. So, wir kommen auf jeden Fall zumindest schon mal wieder nördlich. Mal gucken, ob wir irgendwann wieder gen Osten kommen. Dann hätten wir hier einmal... Wahnsinn, wie weit wir raus sind. Waren wir einfach so schnell unterwegs mit dem Langschiff hier? Das kam mir halt alles gar nicht so lange vor. So, auch alles Nebellande. Obsidian-Pfeile sind ausgerüstet, nur für den Fall der Fälle. Hier auf einmal so eine gute Schlange ankommt. Dann müssen wir halt schnell reagieren. Weg vom Ruder. Bogen angelegt. Boah, was ist das da hinten? Ja, und dann draufgeschossen ohne Ende. So, ich glaube, wir kommen langsam wieder rum. Ich fände es immer noch cool, wenn man irgendwie sich ein Bett bauen könnte auf das Langschiff, dass man mal schnell ein Nickerchen macht. Gerade nachts ist Bootfahren nicht so geil. Also ich glaube, ich weiß nicht, obwohl, nee, da hinten kommen Bäume. Müssen mal gucken, wie weit wir kommen. Ich sehe auch da drüben Berge. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt gerade einfach in irgendeine Bucht reinfahren. Ich glaube, es wird fast so. Hier drüben ist auf jeden Fall überall Festland. Nach vorne können wir leider noch nicht so weit schauen. Aber doch, hier stehen auch Bäume. Nee, wir fahren voll in eine Bucht rein. Boah, jetzt aber voll mit Rückenwind hier. Kann natürlich auch sein, dass wir vielleicht mit einem Boot irgendwo durchkommen, dass hier ein kleiner Fluss durchs Land läuft, aber...
möchte es jetzt nicht riskieren, zumal ich sowieso noch nicht weiß, was Nebellande sind. Ich werde mich nach der Folge mal schlau machen. Aber wir kommen zumindest schon mal wieder in die richtige Richtung. Und es wird wieder hell. War das jetzt noch gar nicht die Nacht? War das einfach, weil wir in der Nähe von den Nebellanden waren? Wir sind halt, glaube ich, ganz schön weit draußen. Wir müssen mal wieder ein bisschen Richtung Festland. Sonst finden wir natürlich auch keinen Händler. War auch nicht zu weit, weil eigentlich sind wir auf dem richtigen Kurs. Naja, wir fahren mal so ein Stück geradeaus, gucken, wo das Festland kommt. Und da kommt es auch schon. Bisher sieht ja noch alles ruhig aus. So, was haben wir hier Schönes? Das sind wieder Ebenen. Und auch Ebenen. Hier drüben auch. Also möchte ich nicht unbedingt zwischendurch fahren. Dann bleiben wir doch erstmal so auf Kurs. Vielleicht kommen wir ja von hier nochmal an den dunklen Wald ran. Dann können wir doch nochmal überlegen, einmal quer durchzulaufen. Nicht, dass sich der Händler doch irgendwo versteckt. Das ist krass, mir kam die Karte von Valheim immer so riesig vor. Ist sie ja prinzipiell auch, aber dadurch, dass wir jetzt echt schon hier draußen waren, in einer Folge Boot fahren von hier, das heißt, das wäre nochmal eine Folge gewesen, muss ich sagen, ist es doch, sag mal, alles erkundbar. Vorher war es halt so, gut, schaffst du im Leben nicht. Du wirst wahrscheinlich hier mit so einem kleinen Fleck irgendwann mal das Let's Play beenden, aber anscheinend ist es doch gar nicht so riesig. So, wieder Nebellande und es ist wieder dunkel. Also es liegt anscheinend am Biom. Ja, weil jetzt kommen wir in die Ebenen, es wird hell. Auf jeden Fall extremst viele Ebenen hier unten. Ist halt nicht so geil, weil der Händler wird sich nicht in den Ebenen verstecken. So, da vorne geht es irgendwann wieder rum wahrscheinlich. Wir gucken mal, ob wir da vorne nach der Insel rechts kommen. Hunger, Durst sieht alles gut aus. Also Durst gibt es ja nicht, aber Hunger. Hunger, ich habe Hunger. Alles Ebenen, alles voll hier. Wir werden wahrscheinlich wieder hier rauskommen. Ah, hier ist schon Knochenwanz dann wieder. Na, mal gucken, wie weit der dunkle Wald hier geht. Dann würde ich vielleicht doch nochmal durchstiefeln. Boah, ey, drückt einfach mal die Daumen, dass das mittlerweile klappt. Oder dass das jetzt klappt, dass wir den Händler finden. Es wird wirklich Zeit. Ich habe auch keinen Bock mehr auf diese 300 Kilo Beschränkung. Hey, Lochse. Cool. Schaffen wir schon so einen Lochs? Boah, es sind gleich drei, ne? Nee, komm, ich lass es. Genau aus solchen dummen Aktionen entsteht dann wieder, dass man stirbt und man 8 Folgen braucht, um sein Zeug wieder zu holen. Ich weiß nicht, wie stark diese... Oh. Wir sollten echt nicht so nah hier ran fahren. Da war nämlich schon wieder der erste Goblin. Also das scheinen alles Ebenen zu sein. Hier ist größtenteils Nebellande. Und jetzt fahren wir wieder hier runter zum guten, alten, dunklen Wald. Voll Rückenwind. Ich würde mir bei dem großen Boot hier wünschen, dass man noch ein bisschen weiter rauscrollen kann. Das Problem ist, selbst wenn man so macht, verdeckt das Segel halt immer noch relativ viel, wenn man gucken möchte, was gerade so vor einem ist. Was ist hier alles los? Schon wieder sowas.
ich sag's euch, ich mach Freudensprünge, wenn wir den Typen finden. Nach weiß ich nicht, wo sind wir denn? 170. Folge? Könnte es hinhauen? Ich glaube ja. Wird es vielleicht auch mal Zeit, den Guten zu finden. So, hier ist schon wieder komplette Goblin-Hütte. Komplettes Goblin-Dorf. Das wird bestimmt später auch mal witzig, die Dinger hier auszurotten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das sieht mir hier stark nach dunklem Wald aus, was jetzt kommt. Komm, wir machen mal Eingang langsamer. Und schon wieder so viele böse Steinchen im Wasser. Ja, auch jetzt hätten wir eigentlich mal vorher den Knochenwand-Skill mitnehmen können. Für den Fall der Fälle hätte uns das bestimmt das Leben gerettet. Gott, das wird knapp, das wird knapp. So, wir haben wieder dunklen Wald. Perfekto. Das heißt, einmal hier irgendwo andocken. Eigentlich hier drin wäre cool. Oder nee, komm, wir machen das hier direkt an dem Stein. Dann sind wir nicht ganz so nah am Ufer dran und müssen hier nicht mehr so krass rausjonglieren. Wenn wir einfach hier stehen bleiben. Bleib stehen, Boot. Aua, aua. Bleib stehen. Jawohl. Cool. Können wir hier auf den Stein eine Werkbank bauen? Bestimmt, ne? Jo. Aber hat er noch gar nicht so viel verloren. Wir basteln auch schon mal ein Portal hin. Hä? Ach, Moment. Boah, ich war jetzt schon voll erschrocken. Ich dachte schon, ich habe wieder irgendwas liegen lassen. Und wir haben ein großes Problem. So, Erkundung war der Name. Dieseln können wir auf jeden Fall auch sammeln. Wir haben zwar noch ein bisschen was in der Kiste, aber brauchen werden wir das auf jeden Fall. Wenn die sich gerade hier so anbieten. So, was liegt denn hier alles rum? Hirschfell? Frage ist, wer hat den Hirsch getötet? Ich hoffe, kein totes Kito. Ne, die Skelette hier drüben waren's. Die Ebenen kommen nämlich auch schon wieder hiervon. Boah, aber sieht cool aus. Sieht definitiv geil aus. So, wir müssen jetzt mal gucken, weil hier kommen schon wieder Ebenen. Ist das jetzt nur so ein ganz kleiner Fleck dunkler Wald hier? Wenn ja, dann wäre die ganze Aktion gerade völlig für ein Popo gewesen. Ich nehme auch mal... Boah, ich bin gerade voll von dem Hirsch erschrocken. Ich nehme auch mal das Schild in die Hand. Oh, ich glaube, wir haben irgendeinen... Boah, shit, ey. Was? Fulling? Ein Fullinger? Der ist besoffen, der Typ. Boah, ich habe eigentlich keine Ahnung, was wir mit dem jetzt machen. Schaffen wir den? Also er jagt gerade noch den anderen. Vielleicht rennen wir einfach mal hin, während der den anderen jagt. Okay. Ist eigentlich mittlerweile ganz gut machbar für uns. Hat er irgendwas fallen lassen? Schwarzmetallschrott. Also wir kriegen ihn geblockt. Wenn der einmal im Taumeln ist, machen wir auch ordentlich Schaden. Also das passt soweit. Aber ich glaube, das war echt doof, hier Anker zu schlagen. So wie es aussieht, das ist wirklich bloß dieser ganz kleine Fleck hier. Der Rest ist alles Ebenen. Hier, aua, hier hinten kam noch ein bisschen dunkler Wald. Aber das war auch alles umschlungen von Ebenen. Also ich glaube, das ganze Stück hier abzufahren war gerade komplett sinnlos, zumindest was die Händlersuche angeht. Naja, was will man machen, ne? Ja, komm. Hör auf damit. Schade. Boah, was hier schon wieder los ist, ne? Ist ja gut. Ja, wirklich, es wird dunkel und es flippt einfach komplett aus, das Spiel.
Warum machen wir dem denn so wenig Schaden? Komm, auch wenn es ein Berserker ist, muss der schneller fallen mit unserem Gear. So, hier unten haben wir noch dunklen Wald. Dann würde ich sagen, machen wir dorthin. Beziehungsweise wir machen erstmal ein Folgenende. Ging schon wieder ganz schön schnell rum. Dann würde ich sagen, wir machen nächste Folge mal mit dem Boot hier hin und laufen hier vielleicht noch ein bisschen dunklen Wald durch. In der Hoffnung, wir finden was und dann machen wir mit dem Boot so ungefähr die Route, je nachdem, wie wir fahren können, dann wieder nach Hause. Und dann haben wir zumindest das Stück schon mal erkundet. Und dann können wir noch ein bisschen weiter bauen und machen dann einfach mal hier noch weiter, beziehungsweise hier unten. Hier waren wir halt noch gar nicht. Irgendwo wird er sich schon verstecken und meine Aufgabe und mein Ziel vor allem ist es definitiv, ihn in den nächsten Folgen zu finden. Drückt mir die Daumen, dass es klappt und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin. Macht's gut.